Hey, hallo Leute, und willkommen zum heutigen Vlog. Sorry, dass gestern keiner kam. Ich hab's irgendwie einfach verpennt. Also, ich wollte ihn eigentlich so früh um 12:30 drehen, aber dann habe ich das vergessen. Und dann war ich den ganzen Tag bis um 8 weg. Und dann hatte ich noch ein bisschen was zu tun und hier und da und dies und das. Und dann brauchte ich um 10 oder um 11 auch keinen mehr aufnehmen. Außerdem hatte ich Besuch. Den habe ich jetzt immer noch. Peace. So, weil mir auch für heute wieder nichts eingefallen ist, was man so machen könnte, habe ich mir gedacht, ich zeige jetzt einfach mal so ein bisschen Adventskalender-like noch was von den letzten Tagen, weil als ich noch unterwegs war, hier und da bei Familie und ihrer Familie und so, haben sich immer noch so ein paar Geschenke angestaut, die halt nicht pünktlich zu Weihnachten überreicht werden konnten, weil ich da nicht pünktlich zu Weihnachten war. Und jetzt haben wir den, ich glaube, 29. kann das sein? Ja, 29. Der Tue Deck 29. Und ja, ich zeig einfach mal, was noch so dazugekommen ist. Oder? Womit fangen wir an? Das. Das. Okay, damit gehört das hier noch mit dazu. Also als erstes haben wir hier einen lustigen Weihnachtsmann. Der ist richtig besser. Oh. Ich hatte übrigens kürzlich einen Traum, wo ich einen solchen Vlog aufgenommen habe. Ich glaube am 27. oder so war das in einem Traum, wo ich den Adventskalender mit den Türchen, mit den Mäusen aufgemacht habe und der dann noch Türen bis zum 31. hatte. Das war ein Traum, den ich hatte. Ich hatte übrigens vor vielen Jahren, ich glaube 2006 oder so, mal einen Kalender, der wirklich 31 Türchen hatte. Da war wie oben so ein ganz normaler Kalender und dann war unten noch so eine Leiste mit 27, 28, 29, 30, 31. Fand ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Cute. Ja. Dann haben wir hier noch Süßigkeiten, so eine Nougat-Bälle, sagen wir mal. Schokobälle mit Nougat-Cremefüllung. Ja, genau. Da muss ich sagen, bin ich sehr glücklich drüber, weil ich übelst der Nougat-Fan bin. Also Nougat kann man nicht immer kriegen. Besonders, vielleicht kennt ihr das aus dem Laden halt. Es gibt einfach so in so einer goldenen Verpackung einfach so einen dicken, fetten Streifen Nougat. Nichts weiter, einfach nur so einen richtig fetten Streifen Nougat. Den habe ich mir schon ein paar Mal gekauft. Oder auch eine andere Variante von der gleichen Firma. Da sind dann so vier kleine, dünne Streifen, aber gleich lang Nougat. Also im Prinzip das gleiche, nur vier Teile und nicht ein fettes Ding. So, und dann haben wir noch einen Rätselkalender für 2016. Das ist jetzt schon der zweite Kalender, den wir für 2016 haben. Ich kann mir die hier nirgends aufhängen. Ich habe nur Platz für einen. Den werde ich... Nur Platz für einen? Ja, aber den... Also nur einen Nagel an der Wand für einen. Aber den kann ich irgendwo aufstellen. Vielleicht auf dem Bett, auf dem Fensterbrett, auf irgendeiner Ablage oder hier neben mir. Ja, das Fensterbrett. Habe ich doch auch schon gesagt. Aber das möchte ich nicht immer so bestellen. So. Also es ist jedenfalls so mit Rätseln, so Kreuzworträtsel. Also hier sind oben Kreuzworträtsel und Kreuzworträtsel. Gut, ja, hier steht auch hinten drauf, knifflige Kreuzworträtsel. Dann ist das ja, da brauche ich gar keine Zeitung mehr, dann habe ich jeden Tag ein Kreuzworträtsel. So, du kannst das ja mal angucken. Dann haben wir hier noch einen Prüfungspuffer. Wie ihr vielleicht... Nein, aber es gibt ganz viel. Es gibt ein Schwedenrätsel, Kreuzgitter und Zahlenrätsel und Kreuzworträtsel und ich denke mal auch so Doku und sowas. Also Doku mag ich ja nun gar nicht. Also ich nicht. Nee, ich hasse so Doku. Also mag ich total. Finde ich total langweilig, weil ich auch Zahlen nicht mag und Mathe nicht mag. Gut, liebe Leute, hier haben wir diesen Prüfungspuffer, wie gesagt. Ich zeige mal ganz kurz, was das ist. Also erstmal, ich habe ja, wie ich schon oft gesagt habe, jetzt im neuen Jahr dann meine Abiturprüfungen und das ist wohl etwas, was da Glück bringt. Das sind so viele kleine, ich sag mal, ja, wie so eine Honeybeats oder Bees oder wie auch immer die heißen. Honeybeats hießen die, glaube ich. Bits. Ach, keine Ahnung. So Cornflakes. Zusammengeklebt, gemanscht mit Schokolade und das sind zu solchen Batzen.
Ja, das ist, was ein Frühstückspuffer ausmacht. Kennst du diese, diese Cornflakes, die so von, ich weiß nicht von welcher Marke, von so einer ganz einfachen, die total simpel sind, die so ein bisschen Honig-Touch haben und die einfach nur so mit kleinen Blättchen sind. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ohne Honig. Ja, und so, du kennst doch sicher auch so ein Schokozeug. Da sind diese, so eine ähnlichen Blättchen auch so zusammengemanscht und auch so mit Schokolade. Das ist immer in so einer braunen Verpackung. Die ihr so oft habt? Nee. Nee, ich weiß leider nicht, was du meinst, sorry. Naja, auf jeden Fall, sowas habe ich mal mit meiner Oma selbst gemacht. Oh. Voll lecker. Cool, dann kannst du ja nochmal was sagen, was du noch bekommen hast von mir. Ja, ja, okay. Ich habe auch noch was bekommen. Aber dazu jetzt in einem späteren Vlog. Das kann ich jetzt noch nicht zeigen. Ich würde gern, aber ich kann wirklich nicht. Also ich sagen wir mal, ich darf nicht in Anführungsstrichen. Unter anderem zu meiner Sicherheit. Aber da werde ich euch auf jeden Fall noch was zu berichten. Oder muss erst was geschehen, bevor ich euch das zeigen kann. Ja, ist noch ein bisschen hin, kommt aber im neuen Jahr. So, dann haben wir hier noch was drin, was ich auch nicht zeigen kann, ebenfalls zu meiner Sicherheit. Das ist aber ein Eierlikör, sagen wir mal. Das habe ich noch geschenkt bekommen. Und zu guter Letzt haben wir noch... jetzt ist das hier auseinandergegangen. Oh, Brötchen. Erstmal haben wir noch einen kleinen Weihnachtsmann. Wo ist kleiner Wolfsmann? Und hier haben wir so ein Set. Das sieht jetzt erstmal aus wie eine Handytasche für die ersten Handys, die es gab. Nee, aber das ist tatsächlich, ich kann es ja sogar mal aufmachen, ich muss euch mal zeigen. Was etwas Nützlicheres. Ja, das ist nämlich so eine Tasche. Hast du eine Nagelschere, eine Nagelpfeile und eine Pinzette drin. Ja. Kann ich jetzt so immer so mit einem... Weil ich habe mir immer mein Stuff von zu Hause dann mitgenommen und dann war hier zu Hause nichts mehr. Und dann kann man es so mitnehmen. So, außerdem, ja, kannst du es mal wieder reinpacken? Danke. Dann noch so einen kleinen, ja, so einen Kalender hier, kennt man vielleicht, so wie so ein Notiz, ja, so ein Planer-Ding. So ein Planer-Ding, genau. Und eine sehr gute Lindt-Schokolade, zumindest ist sie laut ihr hier sehr gut, richtig? Meine Mutter liebt sie. Ja. Und... Ja, die sollte ich eigentlich auch für sie besorgen, weil sie die jemandem zu Weihnachten schenken wollte. Ja, ihrer Mutter. Das Problem ist, die gab es nirgends. Und dann zufälligerweise habe ich zu Weihnachten sowas bekommen. Zwar nicht von ihrer Mutter, aber von ihrer Großmutter. Meine Mutter sagte, sie hätte alle Vorräte aufgekauft. Alles klar. Ja, würde ich ihr sogar zutrauen. Ja, sie kauft sich immer am Anfang der Weihnachtssaison X-Haufen. Nicht alles runter von mir. Hey! Ja, und damit habt ihr jetzt im Prinzip alles gesehen, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich habe mir noch so ein paar Sachen gegönnt. Das ist dann wieder für die Let's Play-Interessierten interessant. Sowohl, also auf Steam habe ich so... Im Weihnachtssale, ich glaube ungefähr, ja, bisher 55 Euro ausgegeben. Easy. Dann auf der PS4 habe ich noch bisher 58 Euro ausgegeben. Aber es kommen wahrscheinlich noch 20 dazu. Ne? Und ja, aber das wird dann. Wir geben das Geld. Das wird dann wahrscheinlich für die Let's Play-Interessierten eher interessant. Da bringe ich dann vielleicht später nochmal. Information, was da so war. So, an der Stelle würde ich jetzt aber sagen, da habe ich genug gelabert für heute. Genug gelabert für heute. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott. Und wir gehen jetzt Karten spielen mit meiner Oma. Und dann sehen wir uns. Vermutlich morgen wieder bestimmt ein Tschüssi.